Scheiße. Genau das, was ich nicht wollte. Bei meinem letzten Spaziergang habe ich am Straßenrand einen Couchtisch gefunden mit dem Vermerk zu verschenken. Ich habe mich lange überlegt und habe den Tisch mitgenommen. Jetzt habe ich aber trotzdem mal eine Woche drüber nachgedacht, wie ich es am besten verschönern kann, was ich alles daran ändern kann. Und das machen wir jetzt. Und das hier ist das gute Stück. Es ist eigentlich auch in einem guten Zustand, allerdings gefällt mir halt der Farbton nicht und auch die Form. Deshalb gucke ich jetzt mal, was ich daraus zaubern kann. Als erstes nehmen wir die Platte runter. Ich versuche jetzt mal hier irgendwie mit der Hand das Ganze rauszuhebeln. Ja, auch hier. Perfekt, das ging aber einfach. Das war jetzt aber nicht geplant. Hier sehen wir, das mittlere Stück ist wahrscheinlich ein Furnier. Das ist Sperrholz und das in der Mitte ist ein Furnier. Nehmen wir uns hier so einen Gummihammer und klopfen mal gegen die Beine. Ja, das ging ja einfach. Ich weiß nicht, ob ich direkt 80er nehmen soll. Ich glaube, ich nehme erstmal 120er Schleifpapier und guck mal, wie viel ich da abtragen kann. Ansonsten arbeiten wir mit 80er, was natürlich sehr gefährlich ist. Ich weiß nämlich nicht, wie dünn oder wie dick das Furnier ist. Naja, wir werden es sehen. Mir ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Und zwar habe ich mit dem 80er Schleifgitter neues, frisches drüber geschliffen und habe dann an drei Ecken das Furnier beschädigt. Hier können wir ganz genau sehen, dass wir hier eine Spanplatte drunter haben. Das sieht man an der Struktur. Und da drauf war das Eichefurnier drauf. Jetzt habe ich das natürlich, wie gesagt, an drei Stellen genauso schlimm runtergeschliffen. Also ist die Platte so, wie sie ist, unbrauchbar. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich die Platte wegwerfen werde, sondern sie wird auf jeden Fall gerettet. Und wie ich das mache? Ja, ganz einfach. Mit einem neuen Furnier. Das Furnier habe ich natürlich nicht da, muss bestellt werden. Bis das kommt, kann ich mich dann um die anderen Sachen kümmern. Ich habe die Platte an jeder Kante ein bisschen gekürzt, so dass ich dann unten diese Dübellöcher nicht mehr habe. Ja, die wären nämlich ungefähr so in dem Bereich gewesen. Die habe ich jetzt gekürzt, die Kanten. Jetzt haben wir die Dübellöcher nicht mehr da. Aber dafür haben wir ein weiteres Problem. Ein anderes Problem. Ihr seht, hier ist die Kante sauber. Und hier sind irgendwelche Nuten drin. Ja, hier hat man keine Ahnung, wieso man das so gemacht hat. Jetzt habe ich hier am Rand Löcher. Ja, es ist, wie es ist. Ich hätte auch wirklich von Anfang an einfach eine Spanplatte kaufen können, die sie dann furnieren und gut ist. Also das ist ja keine massive Platte. Warum ich die versuche zu retten, keine Ahnung. Also Furnier bestellen, warten und dann weiterarbeiten. Es sind mittlerweile 2 Tage rum. Die bestellten Sachen sind teilweise da. Das Wichtigste, das Furnier, ist leider noch nicht angekommen. Deswegen werde ich heute einfach mal gucken, dass ich diese 4 Beine schön mache. Wie? Keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal an allen Kanten etwas Material abnehmen, um diese Nuten loszuwerden. Und natürlich, um zu schauen, wie sieht es eigentlich unter dieser Farbe aus, unter dieser Lasur. Dafür habe ich mir die Tischkreissäge eingestellt. Also können wir erstmal mit dem Sägen beginnen.
Das sieht erstmal gar nicht so schön, gar nicht so schön. Das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Das Holz gefällt mir. Es ist hell. Es hat auch eine schöne Maserung. Natürlich müssen nachher noch die Sägespuren weg, runtergeschliffen werden. Aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie viel Material ich jetzt hier an den Kanten abnehmen muss, damit ich nachher hier ein quadratisches bzw. ein rechteckiges Stück habe. Jetzt kommen wir zu den Beinen. Ja, die Beine müssen ja verjüngt werden. Das ist mir ein bisschen zu klobig. Deshalb gibt es ein paar Arbeiten, die wir vornehmen müssen. Also Vorbereitungen, anzeichnen, markieren und dann erst werden wir das Ganze zuschneiden. Diese schmalen Streben, die Rahmenteile sozusagen, nennt sich auch Zarge, die setze ich mir oben an, bündig mit der Kante von dem Bein. Das sind ja 50, soweit ich weiß, genau. Und dann gehen wir nochmal 20 mm runter. Also bei 70 mache ich mir eine Markierung. 70 mm. Und dann werde ich mir am Speedmarker einstellen, dass ich das wirklich an allen vier Beinen gleich habe. Ich hätte mir das einfach hier einstellen können. War jetzt auch nicht schlau von mir. Aber egal. Das sind so die Innenseiten. Hier wird nachher runtergeschliffen bzw. gesägt. Und jetzt müssen wir natürlich auch schon mal wissen, wie dünn wollen wir es denn unten haben. Ja, wie schmal soll es denn unten werden? Also ich habe hier eine 55 mm dickes Material habe ich hier. Und wenn ich jetzt die Dübel weghaben wollen würde, dann wären das 15, ich sage jetzt mal so circa 20 mm wollen wir weghaben. Das heißt, 35 soll das Ganze nachher unten dünn sein. Ja, 35, das passt, oder sollen wir sogar 30 nehmen? Ja, machen wir 30, oder? So, und hier stellen wir jetzt unsere 30 mm ein. So, ziehen uns dann mit dem Lineal von der oberen Kante, von der Markierung, die wir da gesetzt haben, nach unten, ziehen wir dann eine Linie. Das Stück kommt nachher weg. Die meisten von euch kennen ja diese Vorrichtung. Das habe ich schon öfters verwendet, hat auch bisher super funktioniert. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier eine Platte, worauf wir dann quasi unsere Leiste, einen Anschlag an der Seite und einen Stoppblock, einen Anschlag unten verschraubt haben. Wir setzen unser Werkstück hier dran. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Der Überstand außerhalb des Brettes wird einfach abgesägt. Und so können wir nämlich schräg sägen. Ihr werdet auch sehen, wie ich das an der Tischkreissäge umsetze.
Jetzt können wir nämlich das Ganze nochmal umdrehen. Hier haben wir die andere Seite, wo die Dübel sind. Legen das jetzt so hin und sägen das Stück weg. Ich habe mir an allen vier Beinen hier so eine Markierung gesetzt. Hier einmal und hier einmal, damit ich weiß, welche Seite, also das ist ja die innere Seite, da haben wir die Schrägen reingemacht. Und hier, das ist die Seite, die nach außen kommt. Innenkante zur Innenkante, das sind 380. Weg damit. Dann markieren wir uns mal, machen wir uns unsere Markierungen. 380 mm und dann zuschneiden. Zack, dran. Kontrolliere, ob das Maß stimmt. Jawohl. Und dann mache ich meinen Schnitt. Weil sonst, wenn ich jetzt den Parallelanschlag dran halten würde, könnte es passieren, dass das Stück hier sich da einklemmt und dann paf, mir ins Gesicht fliegt. So ist es viel, viel sicherer. So. Ihr seht, ich habe auch hier schon meine Dübellehre vorbereitet. Das bedeutet, wir werden die Teile alle mit Dübeln, mit Holzdübeln verbinden. Aber erstmal die Dübellöcher bohren. So, einmal einspannen. Die Dübellehre, die habe ich jetzt genau auf die Mitte eingestellt, beziehungsweise Materialstärke habe ich hier, die Dicke liegt bei 22 mm. Ich habe hier mit meinem Speedmarker die Mitte angezeichnet, 11 mm. Auch das hier ist eingestellt. Wir haben ja hier einen Anschlag, den wir hier ansetzen können. Und dann kommen die Bohrungen rein. Ich will jetzt nicht zu sehr außen machen, weil wenn wir nachher den Dübel reinhauen, dass uns das Holz nachher auf der äußeren Seite aufplatzt. Ich sag mal so, dann übernehmen wir das Maß. Und übertragen das natürlich auch auf die andere Seite. So, zur Sicherheit werde ich die Markierungen nochmal hier mit so einem Piekser, mit so einem Körner sozusagen, einmal. Den Abstand messen wir erst, nachdem wir das Ganze hier in diese Bohrhilfe eingesetzt haben. Die 22 mm oder 21. Die messen wir jetzt hier einmal ab. So, jetzt können wir nämlich hingehen. Hier haben wir ja eine Zentrierspitze. Vorher habe ich ja die Markierung mal kurz angetitscht, so dass ich das an der Stelle dann ansetzen kann. Ich bin einfach nur neugierig und möchte mal gucken, ob das passt. Weil wenn nicht, dann Arschkarte. Komm Ali, bitte, 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 bitte. Hoffentlich passt das. Hoffentlich, bitte.
sehr knapp, eng, aber das sieht, wenn ich mir das von hier anschaue, sieht das echt gut aus. Ja, es muss natürlich noch richtig schön fest zusammengezogen werden, aber hier oben ist es definitiv bündig. Hier müssen wir auf jeden Fall, dieser Spalt wird verschwinden, wenn wir das richtig zusammenpressen. Wow. Ja, jetzt werde ich ein paar Bohrungen machen und wenn wir damit durch sind, schleifen und der ganze Kram, was dazu gehört, dann können wir das verleimen. Also, bis nachher. Kippen wir das jetzt einfach mal hier drauf. Dann ziehen wir das schön über die gesamte Fläche. Wir lassen das jetzt erstmal für ein paar Minuten stehen. Ja, circa 10 bis 15 Minuten. Dose wieder schnell verschließen. So, es sind mittlerweile 22 Minuten rum. Es ist trocken, es ist so leicht, ja, wie so eine gummierte Oberfläche. Es ist jetzt nicht nass oder sonst was, es sieht nur auf dem Holz so aus. Und dann können wir das nämlich vorsichtig drauflegen. So drauflegen. Und gucken, dass wir da... Scheiße, genau das habe ich nämlich gemeint. Fuck! Scheiße! Nein! Bitte, bitte! Oh, fuck, ey! Boah, Leute, ich habe echt Glück gehabt, ne? Das hat gerade noch an der Kante gepasst. Boah, hätte das jetzt nicht gepasst. Das ist hier wirklich... 3 mm an dem Rand. Boah, Mann, 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 Mann. Jetzt müssen wir nämlich schön Druck drauf geben. Dafür habe ich mir hier so eine Walze gekauft, bestellt. Dann werden wir einfach von der Mitte aus, ja, vorsichtig an den Kanten, einfach schön Druck drauf geben. So. Von innen nach außen. Ja, falls da irgendwelche Luftbläschen sind oder ähnliches, dass das alles raus ist. Bin da kein Profi drin, deshalb seid mir bitte nicht böse, wenn ich hier jetzt was falsch mache. Hier kann ich euch mal zeigen, wie knapp das hier ist. Also hier auf der unteren Kante habe ich circa 1,5 cm und hier sind es 4 mm. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Jetzt sollte ich das besser machen als vorher. Legen wir das vorsichtig hier drauf. So, und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir überall genug Material haben an den äußeren Kanten. So, und auch hier passt das. Jetzt ziehen wir in der Mitte die Leiste vorsichtig raus, ohne das Furnier zu bewegen, weil jetzt kann es ruhig langsam in der Mitte herabfallen. Andrücken. So, jetzt ist es vorbei. Das heißt, wenn ich da jetzt was falsch gemacht habe, dann ist es vorbei. Aber es sieht gut aus.
Ich muss ja hier wirklich bündig abschneiden, weil wenn das nächste Furnier auf der anderen Kante kommt, dann darf ich jetzt keinen Spalt haben oder Überstand. Dübel und Leim. Und ich hier vielleicht mit dem Pinsel noch mal rein den Leim etwas verteilen. Ich glaube, ich mache hier so einen Tropfen auf die Dübel. Ich probiere es mal. Einmal so, einmal so. Und dann schauen wir mal. Jetzt kriege ich einen Anruf. Da kann ich nicht dran. Weil ich hier, jetzt ist, ja, meine Frau ruft an. Scheiße. Ich glaube, hier ist das Loch ein bisschen zu scheiße. Genau das, was ich nicht wollte. Ja, das war der Anschlag von der Zwinge. Ich dachte, ich hätte nicht tief genug gebohrt. Oh, Mann. Immer wenn ich was verleimen muss, da werde ich irgendwie nervös. Da habe ich immer das Gefühl, ich habe wenig Zeit, wenn dann irgendetwas nicht passt. Nehmen wir mal an, die Dübellöcher waren jetzt nicht tief genug. Ja, da kann man zwar die Dübel ein bisschen kürzen, das ist ja kein Problem, aber es muss ja schnell gehen. Und da werde ich, wie gesagt, immer ein bisschen nervös. Komm da zwingend dran. Irgendwie habe ich aber trotzdem das Gefühl, oder ist das jetzt die optische Täuschung? Ja, das ist die optische Täuschung. Das sieht so aus, durch diese Schrägen, die wir jetzt reingesägt haben, sieht das natürlich aus, als würde das Ganze so stehen. Dabei ist das hier wirklich rechtwinklig. Gut. Hier sehen wir jetzt eine Stelle an der Kante, dass entweder zu wenig Kleber war oder zu wenig Druck drauf gegeben. Auf jeden Fall ist es hier an der Stelle aufgegangen. Dafür habe ich mir jetzt hier einfach so einen flüssigen Sekundenkleber genommen. Und damit werde ich jetzt versuchen, das Ganze festzukleben. Man kann es im Nachhinein nochmal kontrollieren. Wenn das nicht ausreichend ist, korrigiert man das Ganze. Auch hier geht es weiter. Auch hier müssen wir nochmal was reinfüllen. Ich muss nochmal immer wieder erwähnen, für all diejenigen, die neu dazukommen. Ich bin ja kein Profi, auch mir passieren Fehler. Wichtig ist, dass man aus den Fehlern lernt, eine Erfahrung mehr hat und natürlich auch die passende Lösung findet. Gut, ich warte jetzt noch ein paar Minuten, mache die Klebebänder ab und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Spitzenmäßig. Hier steht noch ein bisschen Material über, das können wir ja nachher schön abschleifen. Oder wir
Nehmen uns hier etwas Rundes, kann auch ein Schraubendreher sein, und drücken das ein bisschen über die Ecke, damit uns das nachher nicht bricht und wir das nachher einfach nur schön runterschleifen können. Löcher hier rein. Das Gestell habe ich jetzt mittig auf die Platte gestellt, rechts und links überall. An jeder Kante habe ich 56 mm. Und jetzt mache ich mir hier drumherum eine Markierung um diese verleimten Klötze. Es darf sich natürlich nichts bewegen, daher passen die Löcher nicht. So. Markieren wir hier einmal die Mitte. Gucken wir mal, ob das jetzt passen würde, wenn wir das gleich verleimen. Ja, Bombe. Bombenmäßig. Ich mache da so einen kleinen Tropfen Leim drauf. Jetzt kommt das Gestell einmal drauf. Das passt. Das passt da auch. Also geben wir dem Ganzen jetzt etwas Druck drauf. Ja. Hier möchte ich nicht so nah dran, damit ich die Kante nicht beschädige. Thank you.
So wie der Tisch jetzt hier steht, gefällt der mir wirklich sehr, sehr gut. Es ist genau mein Geschmack. So habe ich mir den vorgestellt. Das helle Holz und nicht dieses kackbraune und vor allem auch die glatte Oberfläche, dass die Beine jetzt mittlerweile etwas dünner geworden sind, schmaler geworden sind. Das lässt das Ganze etwas leichter aussehen und nicht so massiv, so klobig. Der Sinn und Zweck der Sache war ja, das vorhandene Material zu nutzen und die Platte dann neu furniert. Auch das hat super funktioniert. Die Kanten sind sehr schön geworden. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Es war ein langes Video. Im Anschluss gibt es wieder ein paar Bilder und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Ali. Ciao.